Also liebe Leute, also kurz zur Erklärung, Malis kleiner Bruder ist gestorben und das nimmt er immer so mit, wenn sowas passiert in der Familie. Der ist nicht alt geworden, er ist 21 geworden. Morgens einfach nicht aufgewacht. Und mich nimmt das auch absolut mit, wenn Leute, die mir nahestehen, traurig sind oder so. Weil das will man ja nicht, weil Leute, die einem nahestehen, die will man glücklich sehen, die will man ohne Schmerzen sehen, ohne Leid, ohne. Im Leben ist es halt so, dass es natürlich, das Leben hat immer beide Seiten, du hast Freude und Leid halt, ne? Aber wenn man sich wünschen könnte, wäre das halt nicht so. Auf das Leid würde man wohl sehr gern verzichten, ne? Also, ja, Samstag Mittag haben wir das so erfahren, dass er am Morgen verstorben ist. Und es ist. Wie will man das dann seiner Frau erklären, dass ihr Bruder gestorben ist? Oder jemand erklären, dass der Bruder gestorben ist? Das kann man ja, man muss es ja sagen, man kann es ja einfach nur sagen. Und dann bin ich auch noch der Überbringer an sie von dieser Nachricht. Und das tut mir so unendlich leid. Das will man ja machen, das muss man ja sagen, ne? Das ist halt wirklich schade um jeden Menschen halt, dem sowas so früh vor allem widerfährt. Das ist einfach nicht richtig. Und im Nachhinein denkt man ja nur an dass man vielleicht mal mit ihm gestänkert hat oder so, ja, und denkt sich, Mann, warum hat man denn das gemacht oder so. Im Nachhinein werden einem immer seine eigenen Fehler dann aufgezeigt, ja, guck mal, das hättest du aber nicht machen sollen. Also, mal vielleicht anders umgehen müssen mit ihm und ja, ich kam gut klar mit ihm. Wir denken an ihn. Er wird uns immer in Erinnerung bleiben. Wir haben eine Kerze angemacht für ihn. Und ja, das gilt es dazu zu sagen. Passende Worte gibt es nie für solchen Fall. Kann man ja sehen, wie man mag. Kann es als Neubeginn betrachten. Man kann es als Ende von allem betrachten. Aber eigentlich ist es weder Neubeginn noch das Ende von allem, sondern es ist einfach der Kreislauf des Lebens. Es ist einfach, es geht ja weiter. Es geht immer weiter. Die Nichtigkeit der anderen Dinge wie Besitz und Titel und der ganze Quatsch, der wird einem dann immer sehr bewusst, dass man eigentlich, wieso, eigentlich macht man es so, Gott ist so, warum ist für manche Leute so eine Kleinigkeit so wichtig und die beharren so darauf, dass sie sich so reinsteigern oder. Ja, aber so bin ich ja auch. Ich habe ja auch meine Kleinigkeiten, über die ich mich aufrege. Über rostige Fahrradketten und abgefahrene Reifen und solche Dinge, die absolut nichtig sind, absolut unwichtig. Natürlich in Anbetracht dieser
der Schwere dieser Ereignisse. Entschuldigt, dass ich so langsam rede, aber ich habe keine vorgefertigte Rede für sowas. Ich muss mir das, ich denke mir das halt gerade so. Das sind so meine Gedanken, die mir gerade durch den Kopf gehen. Und da bin ich nicht so ein bisschen improvisiert. Bei mir jetzt der ganze Kanal ist improvisiert und ich mache das ja auch, um Leuten zu zeigen, wie das ganz normale Leben ist. Und jetzt habt ihr auch einen Teil von dem Leben mitbekommen. Trotzdem geht es ja weiter. Trotzdem kommt die Post an und schickt mir halt das Paket, was ich will. Und es geht alles so weiter. Der Bäcker backt jeden Morgen seine Brötchen, genau wie zuvor. Das ganz normale Leben geht weiter, nur dass es leider Gottes einer weniger nicht miterleben kann. Und man muss auch weitermachen. Man hat ja seine Verpflichtung. Ich habe meine Kinder, Marlies hat ihre Kinder, die Mama von Marlies hat ihre anderen Kinder noch, um die sie sich kümmern muss. Also das, man hat Familie, man hat Haushalt, man hat man hat ja sein Leben. Und das ist das ganz Wichtige daran, dass man das nie vergisst, dass man ja noch sein Leben hat. Solange wie man es weiß und sich sagen kann, ich habe ja noch mein Leben. Sollte es auch weitergehen. Allen zuliebe, die man sonst so liebt. Vielleicht ist das der passende Abschluss. Solange wie man atmet, solange wie man lebt, solange wie man fühlt, riecht, schmeckt, sieht. Solange wie man seine Sinne hat, seine Gefühle, sollte man sie nutzen, auch mal rauslassen. Auskosten, alles. Weitermachen, das Leben genießen. Mit seinen Höhen und Tiefen, die sehr schmerzhaft sind, manchmal die Tiefen. Die Höhen, die sehr triumphal sind, wo man dann denkt, man ist der König der Welt, wenn man 18 wird oder so. Man weiß alles, man ist allwissend. Wer will mir was, was wollen mir die Alten sagen? Auf und Ab im Leben. Ja? War alles schon gehabt, Höhenflüge gehabt, Tiefschläge gehabt. Ich denke mal, es geht 99,9% der Menschheit so. Die meisten haben eher mehr Tiefschläge als Erfolge gefeiert, vermutlich. Und deswegen bleibt einfach stark und lebt euer Leben. Deswegen auch mein Anschreiben da, nutzt jede Sekunde, die ihr habt auf der Erde, nutzt sie. Mit dem, was euch glücklich macht. Oder für das, was euch glücklich macht. Vielleicht. Ja. Ja, gut, das sind immer so. Das sind immer die Gedanken, die kommen genau dann. Das habe ich ja öfter mal zwischendurch, sowas, aber das. So drüber nachzudenken über alles. Und das ist auch ganz gut so. Warum, wieso, weshalb? Habe ich ja gerade letztens erst gedacht, manchmal möchte man auch einfach alles hinschmeißen und fragt sich, wieso, und wenn man einfach keinen Bock hat. Und manchmal muss man das dann auch machen. Ich mache es nicht, ich mache weiter, weil es ist ja eine Sache, die ich gerne mache. Ich bin für meine Familie da. Und jetzt hole ich tatsächlich einfach ganz simpel die Pakete ab. Er wird immer in unseren Herzen bleiben, abschließend zu sagen. Und alle, die ihn gekannt haben, werden sich auch an ihn erinnern. Also. Jetzt holen wir die Pakete und machen weiter. Und dann gehe ich in den Laden, werde den Laden aufmachen noch, werde alles ein bisschen zusammenräumen im Laden, werde die Mieträder jetzt reinbringen, durchchecken, reinbringen. Und dann sind wir fertig.
Jetzt haben wir noch den Montag jetzt hier, den heutigen Tag, den Dienstag und dann ist. Dann war es das in der Fahrradsaison und dann schaut mal, ob mir die Klamotten passen erstmal, ne? Dann machen wir weiter.